Willkommen zurück zu Resident Evil Village. Ja, Freunde, im ersten Part hatten wir einen echt spektakulären Start, aber auch leider einen ziemlich traurigen. Denn der gute Chris hat nämlich Mia erschossen. Ja, und nun sind wir hier in diesem Ort gelandet, wo auch immer wir sind. Würde ich sagen, machen wir mal direkt hier weiter und holen erstmal das von der Decke. Ein Kristallfragment. Gut, hier haben wir jetzt alles. Gehen wir mal nach draußen, weil hier gibt es noch ein bisschen was für uns zu sehen. Schauen wir mal. Nee, damit können wir noch nicht interagieren. Ist auch verschlossen, braucht man wohl einen bestimmten Schlüssel. Genau, davon geht's, meine ich, weiter. Aber das machen wir gleich. Zack! Jetzt schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Hoffentlich sind nicht noch mehr dieser Monster hier, ey, die uns im ersten Part begegnet sind. Also, holy Macaroli, echt. So, genau hier und da hinten können wir uns noch was ansehen. Ah! Sehr schön. Nee, damit können wir leider auch immer noch nicht interagieren. Aber hier haben wir wieder was, liebe Freunde. Und bam. Mist. Geht's auch nicht lang. Nein. Aber hier dürfte es noch was geben. Muss ja. Achso, und ich habe mich tatsächlich nun doch dazu entschlossen, weil ich das nochmal im Kopf durchgegangen bin mit dem Spiel und insgesamt. Ich habe jetzt den Schwierigkeitsgrad geändert und spiele jetzt auf dem, ja, leichten Modus. Aber, damit es nicht zu langweilig wird, will ich mal schauen, dass ich ein paar Sachen nicht mache, die ich normalerweise immer mache. Denn man kann hier auch zum Beispiel seine Werte erhöhen in dem Spiel. Und auch was das Herstellen von Objekten angeht, möchte ich versuchen, so wenig wie möglich herzustellen. Dass es halt auch noch ein bisschen Spannung mit bei bleibt. Ich denke, das ist so ein recht guter Ausgleich. Oh, große Lycans, sagenhafte Wolfsmonster von einst. Möget ihr kommen und uns unser Fleisch nehmen. Möget ihr kommen und uns bei lebendigem Leibe zerreißen. Lycans. So heißen die Biester also. Oh, dreistes Versteck. Ja, hier gibt's noch was, wo man einen Dietrich einsetzen muss. Was ich nur leider nicht habe. Alright, dann können wir jetzt wohl weitergehen. Ach so, hier. So, und wir sollten uns ja als nächstes zu Luisas Haus begeben, falls noch jemand überlebt hat. Und hoffentlich ist es das da vorne.
Oh nein, hört ihr das? Da sind doch noch ein paar Biester. Oh, aber eine Mine. Ja, da sind welche. Habe ich ihn erwischt? Oh, ja, habe ich. Willst du jetzt mal Ruhe geben, ey? Alter. Weitere Flintenmuni. Okay. Einen haben wir. Aber ich glaube, da sind noch mehr, oder? Yep. Ja, komm schon, du Biest. Boah. Aber das waren drei. Wo ist der dritte? Oh, den habe ich auch schon erwischt. Sehr schön. Entschuldigt bitte. Schauen wir mal kurz hier bei der Ecke nach. Bei. Ah ja. Da ist auch noch eine Statue. Hoffentlich erwische ich in diesem Durchgang alle. Ich glaube, hier war auch noch eine Kiste. Hier zwischen irgendwo. Nicht gesehen zu haben. Ja, hier. Weitere Schießpulver. So. Würde sagen, dann haben wir erstmal alles. Na? Mist. Versch Hey, Überlebende! Kommt raus, ich tue euch nichts. Schließen Sie die Tür. Bitte. Hey, was machst du hier? Stehen bleiben. Bitte, tun Sie uns nichts. Oh. Keine Sorge, ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein,
Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Nicht so laut, Mensch. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Genau. Ich mach das, keine Sorge. Und wenn man hier nochmal rausgeht, liebe Freunde, da hinten sind jede Menge Lycans. Mit denen können wir uns nicht anlegen, das sind zu viele. Ich meine, gut, wie viel Muni könnte ich herstellen? Einiges, aber... Ja, wobei, nee, das würde trotzdem nicht ganz reichen. Lassen wir das lieber. Okay. Sehr schön. Hey, kommt man da ran? Nee. Erstmal die beiden reinlassen. Oh, stimmt. Da war ja noch was. Kommt, alles gut. Los, schnell! Wurde aber auch Zeit. Gern geschehen. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Alles okay. Hier sind wir sicher, oder? Hoffentlich. Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Okay, das definitiv. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Na los. Vater? Helft mir. Wir müssen ins Haus. Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf, ich bin's, Elena! Alter! Steh! Die Monster hören dich nach. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Ein Freund. Hau ab. Vater, um Himmels Willen, lass uns rein. Nein, sie riechen das Blut. Es ist zu gefährlich. Mein Vater stirbt hier draußen. Ist nicht mein Problem. Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf. Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein. Ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh! Tja, wenn Elena dir vertraut, dann tu ich es auch. Komm rein, Ethan. Okay, danke. Warte hier, ich sehe nach den anderen. Okay. Huiuiui. Luisa, wir haben schon wieder viel gerissen. Sie haben schon wieder viel gerissen. Wenn das so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat Mutter Miranda sich von uns abgewandt? Stimmt, ich glaube, den Namen hatte Elena eben auch schon erwähnt, Mutter Miranda. Hier lang. Ja, ich bin gleich da. Okay, mehr gibt's nicht zu sehen. Komm rein, die anderen warten.
Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte! Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan. Setz dich. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Also nur noch 8 Überlebende insgesamt, oder wie? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann! Stopf dir das Maul, Roxana! Das reicht. Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, das macht er. Wie gesagt, er geht Hilfe holen. Mit Eve nur noch als insgesamt 8 Überlebende Beten wohl. Wir. Für ihn. Für uns alle. Ja. Kommt. Kommt her. O Allmächtige, hört unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer. In Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. Gut, der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet. Alter, hab ich schon mal gehört. Der sieht echt nicht gut aus. Alte Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Alter, alles okay? Alter! Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Oh nein! Er mutiert! Ach du Scheiße! Alter! Nein! Wir werden uns töten! Wir müssen weg! Steh bleiben! Na warte! Alter! Weg mit dir! Lass ihn los! Elena? Ich sagte aufhören! Oh Gott. Es tut mir leid, Vater. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena, nicht! Du kannst nichts tun! Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen! Da waren's nur noch 3. Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Oh Mann. Lass mich in Frieden. Nein, ich bring uns hier raus. Uns beide. Alter. Ah ja, man kann sie verstehen. Das ist echt schmerzhaft für sie. Zumal sie auch noch auf ihn geschossen hat. Mist, wo kommen wir hier raus? Das Feuer breitet sich aus. Wir müssen uns beeilen.
hier was? Ja, hier gibt's was. Danke, das nehme ich. Wir müssen irgendwie hier durch. Ah, hier könnte vielleicht was sein. Mann, nee. Auch wenn ich noch nicht weiß, wofür. Ah, danke. Ein Autoschlüssel. Und ein Schraubenzieher. Gut, wir haben alles. Ja, das Feuer breitet Mist. Sich aus. Das Feuer breitet sich aus. Los, rein da! Was hast du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Und Lego. Ethan? Ethan, alles in Ordnung? Miss. Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Wo lang? Daneben nach oben. Du nimmst mir die Worte aus dem Motiv. Komm auch. Schnell. Schnell weiter. Durchhalten. Und atme nicht den Rauch ein. Ich weiß. Aber danke. Nett von dir. Hoffentlich geht's deiner Familie gut. Ja, hoffentlich. Wenn wir herauskommen, stelle ich euch vor. So, geschafft. Oh nein. Komm! Komm, es hält. Da, so kommen wir hier raus. Ein Glück. Sehr schön. Im Dorf sind immer noch diese Monster. Hm. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Oh. Elena, nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena. Oh. Er hat mich erkannt. Vater! Du bringst dich nein! Nicht bewegen! Oh nein! Los! Nimm meine Hand! Oh nein! Tu das nicht! Rette deine Tochter! Elena, du schaffst das! Nimm meine Hand! Scheiße! Nein! Nein! Oh Mann. Wieso müssen alle sterben? Das ist einfach nicht fair. Na. No. Oh Mann, ey. Jetzt ist nur noch... Versteh's nicht. Jetzt ist nur noch Ethan da. Und wahrscheinlich noch Julian, der ja draußen ist. Der sich ja umsehen sollte. Was für ein Chaos. Geht jetzt alles wieder von vorne los. Fuck! Ich kann seinen Ärger verstehen, liebe Freunde. Schließlich musste er sowas schon mal durchmachen. Damals auf dem Anwesen der Baker-Familie in Louisiana.
kann seinen Ärger und Zorn voll verstehen und auch nachvollziehen. Da ist wohl keine andere Wahl. Wir müssen da durch, Ethan. Sehr schön, jetzt kommen wir an das Teil ran. Julian? Bist du das? Hallo? Nicht! Mutter Miranda! Alter. Was war das? Das war's nur noch mit Julian. Jetzt sind wir wirklich alleine. Für den Moment. Oh Mann. Hey, ist das davor nicht wieder diese Hexe? Oder wer auch immer das ist? Der Tod, ja. Der Tod findet sie alle. Echt verrückt. Wirklich. Sehr schön. Nur Blut und Tod. Na dann. Sehr schön. Krähen ausgeschaltet. Ah, da. Ja. Jetzt geht's wohl in das Schloss. Hi. Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Alter. Sollte ich sie kennen? Oh, du bist nicht von hier. Umso besser. Alter! Was ist das für ein Kerl? Du hast Mutter Miranda gefallen. Oh nein. Was kommt jetzt? Hör auf zu jammern, wir sind fast da. Oh Mann. Ihr könnt mit ihm doch gar nichts anfangen. Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Überlasse den Sterblichen dem Haus. Alter! Lass mich sehen! Du meinst. Du meinst. Schnauze alle beide! Was? Wo? Ihr wollt doch bloß allein mit dem spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt ist, dass er leidet und dafür garantiert. Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Alter! Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber
Ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind. Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du kannst Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschmeißt wäre. Werd doch größer. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Lycans und Gentlemen, danke für eure Geduld. Alter. Können die Spiele beginnen? Nein. Bin gespannt, was du machst, Ethan Winters. Los geht's. Nein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, mach schon, Ethan. 3, spring! 2, 1, go! Verfluchter Mist! Alter, sie sind überall! Lauf um dein Leben! Was ist das denn für ein Psychospiel? Da spiele ich nicht mit. Weiter so, Ethan. Oh nein. Nicht der schon wieder. Ah. Alter. Oh. Shit. Meine ich. Beachtlich. Die Geschichten über dich sind also wahr. Oh, du dachtest doch nicht, ich lass dich gehen, oder? Eine Nische. Moreau wollen unterhalten. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Ha, ha, ha. Geht doch nichts über frisches Hackfleisch. Was für ein Psycho, ey. Das war knapp. Oh ja. Warte, haben die vielleicht Rose? Gut möglich. Wer weiß, der Wagen ist ja da in der Nähe verunglückt. Was für ein Psychospiel, Alter. Und runter damit. Oi, oi, oi. Ah, wieder so ein Biest.
Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Du aber auch. Ja, sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Oh ja. Yeah. Genau, hier können wir Waren kaufen. Ne, einige nützliche Sachen. Hier in der Werkstatt kann man seine Waffen verbessern, was auch eine coole Sache ist. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Und hier kann man Sachen, die man so erhalten hat, verkaufen. Wie zum Beispiel Kristall oder Schädel, Kristallfragment und so weiter. Danke für deine Treue. Dann geht's wohl nun ins Schloss. Schloss Dimitrescu. Könnte Rose hier sein? Möglich. Alles ist möglich. Ah. Her damit. Drei Töchter. Bella, Cassandra und Daniela. Alter. Ah, sehr schön. Ich kann speichern. Tja, Freunde. Und wie es dann hier in diesem Schloss weitergehen wird, das sehen wir in der nächsten Folge von Resident Evil Village. Ciao.